Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten Kolonie. Heute mal wieder, erstmal schauen. Ne, ist noch nicht ganz ausgebrütet, unser Metall-Hatchling. Das dürfte aber gleich soweit sein. Wir haben verschiedene Punkte. Ich wollte erst mal auf eure Kommentare eingehen. Und zwar hatten wir ja hier das Problem, dass unsere Schutzanzug-Docks hier kaputt waren. Oder zerstört waren oder defekt oder wie auch immer, weil wir aus der unteren Leitung hier nicht nur Sauerstoff, sondern auch Wasserstoff rausbekommen haben. Jetzt gäbe es die Möglichkeit, hier einen Filter zwischen zu bauen, um den Wasserstoff rauszufiltern. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich es mache, ob ich es nicht mache. Ich habe mich einfach erstmal dagegen entschieden, weil ja, ich glaube, dass das Ganze ja grundsätzlich funktioniert. Wir haben hier auch einen großen Wassertank jetzt als Puffer. Das heißt, so schnell dürfte uns das Wasser nicht ausgehen. Der hier steht eigentlich hoch genug, dass er dann entleert wird, wenn es nötig sein sollte. Ja, dass das eigentlich so weit passen sollte, das ist nicht mehr passiert. Deswegen lassen wir das erstmal sein. Dann Punkt Nummer 2. Das war ein Kommentar von 174 übrigens. Nummer 2 von Kerstin. Wir haben hier Eis drin, das schmelzen könnte. Oder Schnee und so weiter. Das ist natürlich äußerst ungünstig, weil wir den hier haben, von der Menge her. Dann haben wir hier auch ganz schnell mal so viel, dass das Ding unter Wasser steht und nicht mehr funktioniert. Deswegen müssen wir den hier aufräumen und können das erste Mal seit langem diesen tollen Mod hier nutzen. Stellen nämlich alles, was verflüssigbar ist, hier ein. Und räumen das dann auf. Tür ist noch geöffnet, okay. Und wir packen das wohin? Ich würde es hier hinpacken. Bauen wir hier mal. Granit haben wir hier unten, glaube ich. 3 Lagerbehälter hin, wo wir das Ganze dann reinpacken könnten. Ja, dann war ich ein absoluter Blindfisch bei der Wassergeschichte, die ich hier gebaut habe für unsere fleißigen Luftreiniger. Ich habe ja hier eine Pumpe gebaut mit einem Stromkabel und. Hätte auch einfach von hier Wasser nehmen können. Ne? Das ist manchmal, sieht man die einfachen Lösungen einfach nicht. Und das war hier ja definitiv der Fall. So, schauen wir mal eben, ist hier schon was? Ne, ist noch nicht gebaut. Aber da kommt jemand. Perfekt, so, hier stellen wir jetzt ein. Alles, was verflüssigbar ist. Priorität 8 im Moment. Aber natürlich nur beim Aufräumen. Sonst schleppen die von überall Schnee und Eis dahin. Das soll natürlich nicht so sein. So, der nächste Punkt betrifft die Ethanolkühlung, beziehungsweise ja diesen Bereich hier. Das hatte ich mir schon vor dem letzten Video angeschaut und bin deshalb im Video gar nicht mehr drauf eingegangen, aber. Oder bin ich das doch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall dadurch, dass wir das Ganze hier aufgeteilt haben, dass das Wasser, das zum einen für die Küche und für die Sauerstofferzeugung gebraucht wird, nicht mehr gekühlt wird, sondern nur noch das, was hier unten zu den Oxyfernen hingeht, haben wir hier eine Temperatur erreicht, mit der wir, glaube ich, sehr gut leben können. Nämlich 26 Grad, was dann bedeutet, unser Sauerstoff wird auch auf genau diese Temperatur, die das Ethanol hier am Ende hat, runtergekühlt. Also ein Träumchen, das funktioniert wunderbar. Da war also soweit alles richtig. Noch mal eben schauen, was war hier für eine. Temperatur eingestellt haben, 26 Grad. Wir haben hier 28, hier 22. Ich würde fast sagen, wenn wir das hier auf 28 Grad stellen, dann ist das auch schon ganz gut. Ja, okay.
So, ja, der nächste Punkt, also da müssen wir auch was tun. Und zwar, danke Kerstin, wir haben zu wenig Sitzplätze in unserer Küche. Wir erweitern sie einfach mal erst wieder auf bekannte Art und Weise. Dann haben wir 18, dann kommen wir auf jeden Fall erstmal wieder damit aus. An den Biodrucker können wir auch. Nahrung haben wir eigentlich genügend. Ja, die sind beiden. Dann nehmen wir doch mal den Pinscher Pfeffersamen. Auch wenn wir davon sicherlich so auch schon mehr als genug haben. So, dann ist mir aufgefallen, wer diese F Serie verfolgt und auch die andere ohne wie Leder geht nix, dem dürfte auffallen, dass diese hier viel, viel, viel flüssiger läuft. Jetzt habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, woran das liegen könnte. Wir haben klar in der anderen fünf Duplikanten mehr. Das ist aber jetzt auch nicht die Welt. Wir haben hier genau wie in der anderen Kolonie auch schon ein paar Tierchen. Und vielleicht sind es hier noch ein paar weniger. Aber ich glaube, so unglaublich viel macht es nicht aus. Dann ist mir aufgefallen, woran es eventuell liegen könnte, ist, dass wir bislang hier wirklich nur diesen einen Ausgang. Also wir haben zwei Ausgänge, aber die sind noch nicht miteinander verbunden, dadurch, dass es hier abgetrennt ist und auch hier. Vielleicht hat das was damit zu tun. Das weiß ich nicht, aber das würde ich gerne mal in absehbarer Zeit austesten. Dafür bauen wir dann die Leiter schon mal zumindest bis da. Um dann zu schauen, wenn wir das letzte Stück einbauen, ob es dann besser wird. Und ich bin echt gespannt, ob es das wird. Ja, ob es dann schlimmer wird, meine ich. Nicht besser. Ja, das auf jeden Fall dann dazu. Ja, ansonsten, viele von euch werden wahrscheinlich, oder vielleicht auch viele nicht, werden das Video gesehen haben, wo ich einen neuen Mod vorgestellt habe. Ich möchte hier nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ich will den nicht großartig erklären. Aber wir haben hier jetzt Wallpaper. Das sind sowas wie Tapeten. Die können wir aus verschiedenen Materialien bauen. Und dann, ja, überall nutzen. Da ich ehrlich gesagt mir selber nicht merken konnte, was welche Farbe ist, würde ich jetzt einfach hingehen und aus den meisten Materialien hier ein Ziegel bauen. Eis und Schnee und so funktioniert nicht so gut. Das schmilzt nämlich direkt. Und wir haben ganz schön viele unterschiedliche Materialien, wenn ich das mal so anmerken darf. So, und wenn das gleich fertig ist, dann suchen wir uns ein paar Farben raus, wie wir die Räume gestalten und. Vielleicht machen wir auch ein paar Unterschiede. Wir machen mit Sicherheit ein paar Unterschiede rein. Alles gleich ist ja dann auch wieder eintönig. Ja, was? Ach so, genau. Unsere Pinscher-Pfeffer-Farm. Es sind mittlerweile immerhin drei Pflanzen eingepflanzt. Vielleicht stellen wir einfach mal all die, die noch nicht eingestellt sind, hoch. Dann dürfte das ja ein wenig beschleunigt werden. Vielleicht doch, weil wenn wir keine Samen hätten, wird das da ja angezeigt werden. 38, das reicht auf jeden Fall. Okay, so, und dann der nächste Punkt. Wir haben 0 Kilogramm Dünger. Wir brauchen aber, was heißt brauchen, aber wenn wir Dünger haben, wachsen die halt viel schneller und wir machen aus der Menge an Wasser und so weiter, die wir haben, mehr als es jetzt der Fall ist. Und, ja, deswegen würde ich sagen, eine Düngerfabrik macht auf jeden Fall Sinn.
Ich würde jetzt fast hergehen und die hier reinbauen. Weil wir hier sowieso schon Erdgas produzieren und auch Erdgas abpumpen. Dafür graben wir einmal den Ziegel aus. Bauen dann dort einen hin. Damit das verschmutzte Wasser nicht rauslaufen kann. Dann haben wir hier Platz genau für die Düngerfabrik. So, das Rohr daran. Hier noch mit rangehen, das machen wir auch mal direkt. Wenn wir den dahin packen, ja, das würde gehen. So, und dann brauchen wir Transportschienen. Einmal einen Belader, wo wir die Dünger oder den Dünger mit abtransportieren. Mal schauen. Da gibt es eine Brücke, dann würde ich sagen, wir nehmen den hier. Da würde ich denken, haben wir hier ein kleines doch nicht. Nee, wir haben doch kein Stromproblem. Die Batterie lädt sich doch schnell auf. Okay. So, also da transportieren wir dann schon mal den Dünger ab hierher. Wir können dann. Wir könnten den auch direkt hierher leiten, aber ich möchte eigentlich den Umweg hier rüber machen. Weil wir ja vielleicht Dünger auch später nochmal an anderen Stellen brauchen. So, was wir hier jetzt. So. Warten wir eben, bis der Rest hier gebaut ist. Damit wir sehen, wir können eigentlich auch hier eben nachschauen, was wir noch brauchen. Düngerfabrik braucht Erde und Phosphorit. So, transportieren wir hier schon irgendwo was ab. Also Erde, Sedimentgestein, Phosphorit und Erde. Oh. War das jetzt richtig? Erde und Phosphorit, das wäre ja. Ja, tatsächlich. Okay, das hier ist die Phosphoritleitung. Würde ich dann einmal hier abzwacken. Ups, oh Mensch. Dass mir das immer wieder passiert, ne, dass ich dann versehentlich einen Rechtsklick mache. So. Und das wird dann die Leitung für Erde. Hier. So, so. Fertig.
Gut. Ja, wir haben wieder reichlich. Die werden immer noch nicht gepflanzt, okay. Dann gibt es da ein anderes Problem. Und zwar. Hausfrau außen ist zum Beispiel Night Creature. Ne, Kerstin? Achso. Viehzüchter ist Gemetzel Manfred. Und wenn ich mich jetzt. Ne, Moment, die sind aber eigentlich nicht eingesperrt. Doch. Ah, ja, das ist natürlich fahrlässig. Hier auch, ne. Hier ist niemand eingesperrt, nicht mal die Köche. Ja, das müssen wir natürlich. Das müssen wir korrigieren. Axador und Oberpu. Die Tür hier darf erstmal niemand durch. Und durch die hier. Auf Oberpu und Axador nur in die Richtung. Ja. Ja, wobei ich ja schon wieder Schwachsinn erzählt habe. Was macht? Es hat ja nichts mit der Viehzucht zu tun, sondern mit der Landwirtschaft. Na gut, da haben wir eigentlich reichlich viele. Die das dürften. Ach, da ist wahrscheinlich. Daher kommen die Samen. Die werden dann raus. Die fallen raus. Und der automatische Räumer setzt sie dann ein, weil die beim Ernten. Okay. Ist mir trotzdem ein Rätsel, warum das nicht. Warum das niemand macht. Teilen wir mal ein paar Punkte. Night Creature zum Beispiel ist doch eigentlich prädestiniert dafür, das zu tun. So, wo bist du da? Landwirtschaft. Wollen wir das denn mal eins höher setzen? Bei dir, dann schauen wir mal. Oder schauen wir uns das gleich mal an. Ob du dann da. Die Aufgaben erfüllt. So, die Treppe hier ist schon fertig. Die Leiter. Oh, unser Metallhatchling ist da. Das heißt, wir können dich da schon mal einstellen. Und wir können dich füttern mit. Jetzt schauen wir mal eben, wovon haben wir. Eisenerz haben wir in Hülle und Fülle. So, und. Dass ich das beides verbunden habe, bedeutet ja eigentlich, dass mein Ursprungsgedanke mal gewesen ist, ich packe in beide Seiten Metallhatchlinge rein, oder? Sieben Tiere oder wie groß war der Raum? 91, ja. Ja, dann auch auf 7, so.
das hier noch. Wenn wir schon dabei sind. Bauen wir das doch fertig. Ich glaube, davon will man eigentlich ganz woanders hinschaut. Mein Gott, nee. Was mache ich denn jetzt hier? So, wir müssen dann. Können wir auch direkt da machen. So, wir müssen auf die Höhe kommen. Warum ich das noch nicht fertig gebaut habe. Kann mir ganz sicher auch niemand beantworten. So. So, dann werden gerade die Sachen hier gedüngt. Das ist aber auch Quatsch. So, das Ding stellen wir erstmal aus hier. Weil solange hier auch kein Ethanol ankommt, muss hier auch nichts gedüngt werden. Das ist ja Zeitverschwendung hoch 10. So, und Ethanol holen wir als nächstes von hier. Oder was wir auch machen könnten, wir lassen die Suppe hier reinlaufen. Wir graben das frei, dann läuft es bis hierher. Das würde so schon mal funktionieren, dann machen wir das hier vorsichtshalber dicht. Hier schon dabei sind. Wir brauchen dann hier ja eine Leiter runter. Dann lassen wir die Suppe hier auch noch rauslaufen. Alles in diesen einen Tank. Kommt mir gerade noch eine Idee. Ich weiß nicht, warum ich die nicht vorher schon gehabt habe. Weil dieser Schacht hier oben eignet sich doch hervorragend, um darin Strom zu erzeugen. Ja, so, jetzt habe ich glaube ich wieder alles übertroffen, was in diesem Video an, was man an Aufträgen verteilen kann. Hier ist immer noch nicht, das ist mir wirklich ein Rätsel, warum das so ist. Die Düngerproduktion läuft, weil wir das Ganze schon manuell jetzt beliefert haben. Den stellen wir mal ein auf Dünger. Und dann stelle ich doch mal hier die
auch Priorität zumindest ein. Wenigstens der Teil fertig wird. Wie 4 Kilogramm Sauerstoff. Oh mein Gott, 8 Kilogramm. Es sinkt hier ein bisschen, aber... Puh. Ich bin echt überrascht von dieser... von dieser Menge CO2, die wir hier überall... haben. Oh, jetzt ist er komplett defekt. Wie kann denn das... hier, da kommt doch eigentlich nur... Ah, ist überhitzt. Bauen wir den mal aus Stahl neu. Jetzt gibt es hier wieder ein bisschen CO2. Gibt da gleich wieder eine Beschädigung. Ich hoffe, dass wir hier jetzt nie wieder rein müssen. Das Thema hatten wir ja heute schon, ne? Okay. Teil 1 ist hier fertig. Müssen ja eigentlich vielleicht nicht aus meinem Lieblingsmaterial Magmatit, aber wir müssen hier trotzdem isoliertes Rohr bauen. Weil wenn sich das Ganze so ein bisschen aufheizt, okay, aber es sollte nicht überhand nehmen. Ja, dass das hier einen Fehler gibt, ist mir klar. Kabel muss natürlich auch noch weg. Dann gibt es hier Leiterkabel. Mit einer Leiterkabelbrücke. So, wie ist das noch bei der Pumpe? Ich glaube, der Anschluss ist links, ne? Alles richtig gemacht. Sehr gut. Dünger. Oh ja, da wird sogar schon Dünger abtransportiert, ja. Dann müssen wir hier noch ein Transportsystem hier rüber haben. Na komm, das machen wir auch noch. Schnell, dass wir es zumindest mal in Auftrag gegeben haben. Okay, hier haben wir schon mal das erste Problem. Ja. Müssen die beiden zerlegen.
Dafür dann hier zwei Brücken bauen. Und dann kann dieser Räumer den Dünger von da oben direkt zur Landwirtschaftsstation packen. Stromkabel. Ja, das können wir auch beim nächsten Mal einstellen. Ich will es dadurch jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja, hier überlege ich mir noch was, oder könnt mal schreiben, wie ihr es machen würdet. Ich tendiere aktuell dazu, dass ich hier nur noch Metallheizschlinge habe, die uns Metall umwandeln, weil Kohle... Ja doch, wir werden schon noch einen ganzen Schwung Kohle brauchen. Gerade auch für veredelten Kohlenstoff und so weiter. Oder wir müssen einfach ein zweites Transportsystem noch hinlegen. Das geht auch. Ja, mal schauen. Wir überlegen uns mal was. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.